Hi. Gefühlte 60 Grad im Schatten. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust, mich am Grill zu stellen. Aber ich habe Hunger. Und darum werden wir heute was im Topf machen. Und zwar süße Fleischröllchen. Der Topf kann nachher alleine da draußen stehen, während ich im kühlen Haus bin. Ja, süße Fleischröllchen. Was ist das? Sag mal ganz einfach, Grilljunkie experimentiert wieder mal. Auf, gehen wir rein. Wir fangen erst einmal damit an, dass wir unsere süßen Fleischröllchen machen. Dazu habe ich mir jetzt 4 Rindsrouladen besorgt. Cranberries, getrocknet und gesüßt. Bacon, Pfeffer, Salz. Ich denke, das sollte genügen. Und dann rollen wir die ein. Dann mit Zahnstochern fixieren. Ja, alles leichter gesagt als getan. Und ich fixiere jetzt die Enden auch gleich mit, weil dann ist die Gefahr nicht so groß, dass die Cranberries rausfallen. Und fertig ist das erste süße Fleischröllchen. Ja gut, man hätte auch sagen können Rindsroulade mit Cranberries, aber ich finde so einfach schöner gesagt. Ich mache nun alle fertig, zeige sie euch danach und dann noch die weiteren Zutaten für den Topf draußen. Die Fleischröllchen werden soweit fertig, mit hinaus zum Topf nehmen wir jetzt Tomatenmark, Olivenöl zum Anbraten, ganz klar, klein gehäckselte Zwiebeln und eine Brühe. Das ist jetzt erst einmal soweit alles und den Rest sehen wir draußen. So meine Lieben, das Öl ist hoffentlich heiß mittlerweile. Ja, ja. Es brodelt auf alle Fälle mal. Und dann braten wir sie von allen Seiten erstmal richtig schön an. Nachdem die Rouladen immerhin ein bisschen Farbe angenommen haben, nehmen wir sie erstmal hier heraus. Stellen Sie noch mal kurz auf die Seite und tun unsere Zwiebeln hinzu. Habe ich vorher wirklich Rouladen gesagt? Ich meinte natürlich süße Fleischröllchen. Und gleichzeitig Tomatenmark. Das Ganze sauber andünsten. Und bevor das Ganze verbrannt ist, gießen wir das mit unserer Brühe auf. Und da hinein setzen wir wieder unsere Rouladen. Deckel drauf und dann nehme ich erstmal von den geschätzten 99 Kohlen unten drunter. Aua, heiß, ein paar weg. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wie viel Kohlen da effektiv drunter liegen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgezählt dieses Mal. Und die restlichen tun wir oben drauf. Und
Und so lassen wir den Topf jetzt einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann schauen wir wieder nach. So, Dalle, ein halbes, dreiviertel Stündchen später. Bin ich der Meinung, das sieht klasse aus. Einmal fix gewendet, tun wir einen Deckel wieder drauf und lassen es noch circa noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Topf. So, meine Lieben, gleich 9:30 Uhr, jetzt wird es endgültig Zeit. Ich habe einen verdammten Kohldampf. Oh ja, so sieht's aus. Richtig lecker und riechen tut es mal richtig geil. Nun, ich nehme es mit rein. Dann machen wir die Soße, aber das zeigen wir euch alles drinnen. Die Soße abgegossen durch ein Sieb und noch passieren. Nun, dürft passieren. Mein Schatz, wie lange? Was muss ich da genau machen? Ja, so lange, bis heute fast nichts mehr drin ist in dem Sieb. Gut. Dann wissen wir das auch endlich einmal. Weil wir ja aus Schwaben sind. Gib mal das Sieb her. Ja. Und jetzt nur unten das Sieb. Und dann ist gut. Unten was? Unten am Sieb, außen so ist. Ah, jetzt. Ah, man findet sich Material. Wie gut, dass ich einen Schatz habe. Na, und machen eine riesen Klotzerei. Alte Sau. Nun, dann stellen wir die Soße nochmal auf den Herd und tun sie abschmecken. Und das Ganze wird jetzt mit Mehl oder Stärke noch etwas abgebunden. Soll ich noch eine Sahne holen? Haben wir eine? Sahne ist im Kühlschrank. Da fehlt ja gar nichts mehr. Wieder fehlt nichts mehr. Nee, da fehlt nichts mehr. Ein bisschen Sahne. Chefin macht heute alles selber. Zumindest was die Soße betrifft. Ich sag nur, lecker schmecker. Und jetzt kommt noch die geheime Zutat. Etwas Cognac. Die Fleischröhrchen werden nun noch in die Soße eingelegt. Bis wir gleich dann nachher essen. So, meine Lieben, so sieht das aus. Speckknödel und ein Knödel hat man noch mit Cranberries gemacht. Und ich werde das Ganze jetzt erst einmal probieren. Herrlich. Ich hoffe, das Licht reicht aus, dass man die Cranberries da drin schön sehen kann. Mmh. Sehr lecker. Speckknödel mit Cranberries, auch mal eine geile Variante. Aber wir sehen uns nachher noch.
denn das? Na hallo. Oh, die Kamera steht auch. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Nachdem ich mich wieder total überfressen hatte. Einfach zu lecker. Mein Fazit. Die Rouladen mit den Cranberries drin. Gigantisch. Das ist ein Geschmackserlebnis. Solltet ihr ausprobieren. Speckknödel dazu. Einfach ein Muss. Oder auch nur Semmelknödel. Aber Speckknödel sind besser. Der mit den Cranberries drin, der Knödel, war auch noch ganz lecker. Und ich werde hier wirklich von Katzen belagert. Nun, was soll ich noch viel sagen? Heute verdammt viel Afrika. Draußen immer noch gefühlte 45 Grad. Das war's. Ich glaube, ich schalte jetzt noch die Glotze ein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Grill-Junkie. Ciao. Runter vom Tisch. Mich am Grill zu stellen bei der Hitze.